mehr vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig los. Los. Ihr schwitzt ab und kackt euch ein. Ein. Was jetzt los? Ja. Was jetzt Akku los? Berlin, ihr seid richtige Spastenkinder, die Faxen machen. Euer Papa ist zurück und die Mama wird gepisst. Ihr bezahlt, um auf der Straße zu sein. Doch euer Image vom Hustlern und Gangstern und Agro ist nur zum Schein. Soll jeder einzelne von euch auf die Straße kommen und ihr werdet gebombt. Jeder von euch wird die Schläge bekommen und in den Arsch genommen. Wir kennen kein Pardon, keiner von euch Arschkriechern kommt hier heil davon. Ihr werdet gedisst und wollt immer noch reden und in den Interviews erzählen, wie hart ihr seid und uns die Hand geben. Doch ich hab die Wahrheit gesehen, die Realität ist anders. Ihr seid Opfer, wir sind Täter, ich guck nicht zu, ich mach was. Ich scheiß auf den Rest, ich guck nur auf euch, ich spucke auf euch. Ich hab keinen Respekt vor euch Nucken und Toys. Jeder spielt den Wechsel an der Spitze, das ist ernst. Irie D, Schock Musik, Gangster machen keine Witze. Ihr dachtet, es wär vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig los. Los. Ihr schwitzt ab und kackt euch ein. Ein. Was jetzt los? Was jetzt los? Ihr dachtet, es wär vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig los. Los. Ihr schwitzt ab und kackt euch ein. Ein. Was jetzt los? Ja. Was jetzt los? Was los, Flair? Was willst du machen, wenn du keine Welle mehr schieben kannst? Mach keinen Affen, nie ohne Bodyguards im Club. Du machst auf Hollywood, doch sobald jemand schief guckt, versteckst du deinen Schmuck. Ich kenn Jungs hier in Berlin, die warten auf einen Trip. Das nächste Mal bring ich sie ins Backstage mit. Egal ob Gudorf oder Bravo, super Show. Ich beobachte das ganze Szenario. Ich häng mit Gangstern, du hängst mit Fabio. Was West-Berlin? Ich weiß, dass du im Osten wohnst. Du musst es pflichten, das ist, was die Jungs berichten. Flair, über dich gibt's hier viele Geschichten. Hab gehört, du hast den besten Freund die Freundin gefickt. Dann in deiner eigenen Wohnung auf die Fresse gekriegt. Typisch Patrick, du kamst, um mit Valley zu reden. Doch neben dein Bodyguards hab ich dir eine Schelle gegeben. Ihr dachtet, es wär vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig los. Los. Ihr schwitzt ab und kackt euch ein. Ein. Was jetzt los? Was jetzt los? Ihr dachtet, es wär vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig los. Los. Ihr schwitzt ab und kackt euch ein. Ein. Was jetzt los? Was jetzt los? Wie tight, ich hab gehört, du kriegst ne Krise bei Agro, versteh ich. Alle bringen Alben, du hast keins bis dato. Man kapier's, du wurdest einfach abgeschoben. Für so nen Typen wie dich ist einfach kein Platz hier oben. Die Säcke fällt auseinander und man hört sie reden. Ihr habt die Jungs ausgenommen und ihnen kein Geld gegeben. Dein Platz an Sidos Seite wurde von einem anderen besetzt. Ein anderer Nigger, er passte besser ins Konzept. Ist doch klar, denn er kann einfach besser rappen. Übertreib nicht deine Rolle, lass den Gangster stecken. Mach nicht auf Buddy, für mich bist du ein Fliegengewicht. Hör auf zu Posen in den Videos mit miesem Gesicht. Du bist kein Mann, wo warst du, als Sido Schläge bekam? Anstatt ihn zu verteidigen, nahmst du Sido in Arm. Ich dachte, ihr seid Agro, doch ihr redet nur Kram. Ich bin jetzt hier, um unseren Ruf und unsere Ehre zu wahren. Yeah. Ihr wolltet Frieden, doch wir bringen euch Krieg. Das ist Power auf der Straße, das ist Schockmusik. Ihr habt es nicht verdient, diesen Namen zu tragen. Ich bin Irie D, wir sind Berlin. Ihr wolltet Frieden, doch wir bringen euch Krieg. Das ist Power auf der Straße, das ist Schockmusik. Ihr habt es nicht verdient, diesen Namen zu tragen. Ich bin Irie D, wir sind Berlin. Ihr dachtet, es wär vorbei. Bye. Doch jetzt geht's erst richtig